Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Digge und ja, ein Blick aus dem Fenster verrät, es regnet. Junior ist ungeduldig am Start und hier gibt's Daffodil aus der 1 Million Gold Maschine, wie auch immer. Ja, und wir sehen, der Pokal bringt nichts. Schade eigentlich, aber er sieht cool aus und das ist doch die Hauptsache, mehr oder weniger. Heute ist Montag, kommt da was im Fernsehen? Nö. Living of the Land, ja, sehr schön. Ja, quatschen wir erstmal kurz mit Penny. Ach, morgen ist schon wieder dieses Display. Nein, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, was ich denn da tatsächlich ausstellen möchte, aber ja, mir wird schon irgendwas einfallen. Irgendwas werden wir schon finden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, habe ich da schon mal gewonnen? Ich glaube, gewonnen habe ich da tatsächlich noch nicht. Zweiter Platz war ich, glaube ich, im letzten Jahr. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Naja, gut. Wir werden sehen. So, erstmal den Daffodil hier weggepackt. Und dann gehen wir hier mal raus. Es regnet. Ja, schön. Roffel? Lol? Nicht schlecht. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Äußerung in der letzten Folge, dass es doch total cool wäre, wenn Pierre die Differenz des jetzt ja geschlossenen Joja-Marts irgendwie realisieren würde. Und siehe da, es ist so. Krass. Ja, klar, alles klar. Mhm, ja, genau. 9 Items. Display, 9 Uhr früh, bla bla, keine Ahnung. Naja, gut. Gucken wir mal hier rein. Sieht ruhig aus. Gucken wir mal hier rein. Ha, sieht leer aus. Schön. Ach, ist das schön. Ja, das gab ganz gut Kohle. Ne? Das war schon nicht schlecht. So, komm, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und gehen mal in die Slime Hutch. Hier leben tatsächlich noch alle. Nicht schlecht. Und ich sehe, der Inkubator ist auch tatsächlich mal durch. Krass. Nicht schlecht. Das heißt, da können wir erstmal ein bisschen was einsammeln. Ich glaube, ich war jetzt schon echt ziemlich lange nicht mehr hier drin. Bin mir gerade nicht ganz so sicher, aber hoppla. Also es waren jetzt bestimmt 3-4 Tage, die ich nicht hier war. Wieso ist eigentlich, ja, Entschuldigung, dass das hier alles gerade ein bisschen dunkel ist in der Facecam. Irgendwie kommt da wohl nicht genug Licht von vorne. Da sollte ich mich deutlich länger und öfter und ja auf hellem Hintergrund aufhalten, dann wird das auch. So, ach ja, und die Bäume hier unten sind auch schon wieder voll gewachsen. Mann, 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 du. Da ist man da mal ein bisschen nicht ganz so aufmerksam und schon geht das hier los. Allerdings, ja, gut, ich meine, sie haben ihren Zweck erfüllt. Ich habe genug Äpfel für diverse Bundles bekommen. Und jetzt sehen die einfach nur noch gut aus. Wobei ich sagen muss, das machen sie schon echt gut. Ja, die sehen schon richtig klasse aus. Insgesamt so. Dieser ganze Baum, Garten, Park, wie auch immer. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Jo, apropos gefallen. Hier ist ein Weg kaputt. Ich habe keine Wege einstecken. Schade. Ich muss mich um die Tiere kümmern, Leute. Da hilft ja nichts. Guten Morgen, die Herren, Damen, wie auch immer. Zack. Und dann füttern wir hier natürlich gleich mal direkt. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Alles gut. Was ist das hier eigentlich für ein Knopf daneben? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, vielleicht ist es auch gar kein Knopf. Entschuldigung. Sondern eine Unebenheit im Boden oder irgendwie sowas. Nun gut. Guten Morgen. Grüßt euch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich werde jetzt heute mal, also es ist ja jetzt echt seit langem mal wieder der Fall, dass die Tierchen jetzt hier im Stall stehen und nicht draußen auf der Wiese. Das heißt, man kann sich jetzt mal schön in Ruhe konzentriert um jedes einzelne Tier kümmern. So, also Kona möchte nicht. So. Okay, hier hingegen gibt es wieder was. Hier ebenfalls. So, komm. Zack. Hier auch. Schön. Und siehe da, es funktioniert, wenn man hier mal
nicht ganz so hektisch und unruhig an die Gesamtsituation herangeht. So, hier unten die Kuh sieht tatsächlich noch ein bisschen klein aus, so von der Seite. Nö, doch nicht. Alles klar, alles wird gut. Hier sind wir safe. Und das war doch mal eine ganz coole Ausbeute, auch wenn die Ausbeute sehr viel Platz im Inventar braucht. Habe ich jetzt hier drüben aus Reflex das Tor aufgemacht? Nö, gut. Würde ja gar keinen Sinn machen. Ja, die gehen ja eh nicht raus und würden am nächsten Tag dennoch draußen auf mich warten. So, oh, hier ist jemand aggro, angepisst, wie auch immer. Da ich wohl, oh, oh, oh. Das sind dann wohl die Kollegen, die ich gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, im hohen Gras übersehen habe. Apropos hohes Gras. Hat es ja angesprochen. Hab Pokémon Sonne angefangen zu zocken und ich finde es echt sowas von cool. Aber nun gut, ja, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Vielleicht lasse ich irgendwann mal so ein kleines Review, Fazit, wie auch immer gucken oder so. Aber bis jetzt macht schon echt Spaß. Aber was mich ein bisschen schickt, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob ich jetzt hier bei den Stardew Valley Let's Plays tatsächlich die richtige Fangruppe für derartige Gespräche habe. Aber mich würde mal interessieren, ob die bei euch, wenn ihr das Spiel überhaupt spielt, Pokémon Sonne / Mond, ob bei euch der 3D-Effekt des 3DS auch irgendwie nicht dabei ist. Ich habe das Gefühl, das ist nicht der Fall. Also man kann das nicht in 3D spielen, so wirklich. Ist eigentlich schade. Also, gut, ich bin mir insgesamt nicht ganz so sicher. Oh, schon wieder. Mensch, Entschuldigung, was ist denn nur los? Ich habe in der Vergangenheit eigentlich diesen 3D-Effekt bei sämtlichen Spielen immer ausgemacht, weil irgendwie nervt mich das. Das ist dann immer so komisch und da muss man immer die ganze Zeit gerade drauf gucken. Wenn man sich da mal bewegt, dann braucht er kurz, um neu nachzurechnen und so weiter. Also es funktioniert schon ganz gut und es sieht auch an sich eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie finde ich es doch irgendwo nervig. Deswegen habe ich es eigentlich immer ausgemacht. Deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass ich mich darüber beschwere, dass es nicht dabei ist, weil wäre es dabei, wäre es wahrscheinlich eh die ganze Zeit aus. Aber trotzdem stört mich, dass es irgendwie nicht dabei ist. Oder ich mache halt irgendwas falsch und ich muss mal das 3D auf meinem Gameboy neu kalibrieren oder so. Das könnte auch sein. Das möchte ich jetzt natürlich nicht ausschließen. So, warte mal, wir brauchen... was geht denn? So, genau, 2. Zack, zack. Und dann können wir gleich mal noch einen Trüffel hier reinlegen. Zack. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Warte mal, ein Ei. Bam. Und da ist erstmal alles erledigt. Jeder hat zu tun, alles ist schön. Und wo bleiben wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Es ist Montag, der 15. Ah, jetzt ist, naja. Also wir haben theoretisch noch jede Menge Zeit, aber wir haben ja praktisch nicht mehr so viel zu tun. Ich könnte ja schon mal anfangen, mir Gedanken über das Display, also die Ausstellungsgeschichte für morgen zu machen. Oder so. Warte mal. Ich kann schon wieder 2 Iridiumbahnen bauen, Leute. Krass. Was ist nur los, Mann? Das ist nicht schlecht. Hero, was machen wir noch? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Hier, Quarz. Quarz können wir mal noch 2 Stück ansetzen hier. Warum auch nicht? So. Dann ist hier auch alles schön. Jeder hat zu tun. Jeder ist beschäftigt. Und ich mache mir mal Gedanken über das Display. Ja, ich weiß, es gibt im Internet diverse Vorschläge, was man da hinpacken muss, um eine goldene Bewertung zu bekommen. Und ich bin der Meinung, das auch schon mal irgendwann, irgendwo, irgendwie gesehen zu haben, wie das einer gemacht hat. Und ich weiß, da war auch ein Kürbis dabei und so. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und eigentlich ist mir das auch zu blöd, jetzt nachzugucken, hey, was brauche ich, um da einen ersten Platz zu machen, weil das wäre irgendwo Quatsch. Was ist denn hier oben eigentlich? Kann ich das hier? Nö. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man sich die Höhle, ne, ganz am Anfang wird man ja gefragt, was willst du, also kann ich was in die Höhle einrichten, was willst du da machen? Da gibt es ja einmal diese Fruchtfledermäuse und dann einmal diese... Na, sag, genau, die Pilzhöhle. Und ja, ich habe mich ja für Fruchtfledermäuse entschieden. Deswegen hätte es ja sein können, dass das da irgendwas damit zu tun hat, da gerade eben und so weiter. Pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen was mit.
So Dinge, die ich wahrscheinlich nie wieder brauchen werde. Sowas hier und sowas. Das hier packe ich mal da rein. Small Glow Ring ebenfalls. Skeleton Mask, die werde ich mal behalten. Magnetring. Ja, so einen coolen Hut kann man auch mal gebrauchen. Aquamarinring. So. Genau. Obsidian Edge. Ja, komm, weg. Lava-Katana, weg. Alles weg. Warte mal, das können wir auch mal rausnehmen. Das können wir mitnehmen. Die Angeln, gut, weiß ich nicht, ob ich die tatsächlich loswerde. Glaube ich fast nicht. Deswegen lassen wir das erstmal. Das Slingshot-Ding können wir noch mitnehmen. Oh mein Gott, Entschuldigung, Moment. Eieiei. Ich weiß nicht, was da momentan los ist. Das ist, naja. Das alte Leid. Ihr wisst Bescheid. Genau. Und das werde ich mir jetzt einfach hier alles mal mitnehmen und zur Adventures Guild rocken, um das einfach mal zu verkaufen. Ja, dann liegt das hier nicht mehr dumm rum. Ich habe wieder ein bisschen mehr Platz. Und es gibt ein bisschen Gold. Ja, wobei, warte mal, was mache ich denn jetzt schon wieder? Ich wollte hier oben zum Dings hin. Dings. Zum Minecart, wenn man denn so möchte. Und ich möchte in die Mine fahren. So, jetzt möchte ich die Mine verlassen. Möchte kurz ein Stück nach rechts laufen. Habe ich eigentlich mein Schöpfding mit? Jo. Also für den Fall, dass hier mal irgendwann irgendwo wieder irgendwas glitzert, könnten wir das dann mal probieren, endlich. Das Ganze zu filtern, beziehungsweise zu sieben. Wo habe ich denn? Was habe ich denn? Oh mein Gott. Hallo. Gut. Ich möchte ein paar Dinge verkaufen. Das Slingshot kann ich nicht verkaufen. Schade. So. Weg, weg. Komm, keine Rücksicht auf Verluste. Hier wird einfach mal alles vertickt, was am Start ist. Ich brauche es eh nie wieder. Ja? Und siehe da, wir sind bei 700.951 Gold angekommen. Das sieht schon gut aus. Ja, ich möchte zwar gern, dass da wieder eine Million steht. Wobei, wenn da wieder eine Million stünde, gehe ich jetzt nochmal gleich in die Mine runter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich könnte auch... Nein, nein, machen wir nicht. Wenn da mal wieder eine Million stünde, dann würde ich die wahrscheinlich auch relativ zügig wieder ausgeben. Einmal zum Bus-Stop zurück, einmal aufs Pony. Und jetzt packe ich mir einfach mal so ein bisschen was ja am Start, was für das Grange-Display... Grange, weiß ich nicht, keine Ahnung. Morgen in Frage käme. Ich brauche 9 Items. Da ich, wie gesagt, weiß, dass ja das, was der da hingelegt hat, irgendwas mit einem Kürbis zu tun hatte, nehme ich einfach mal einen Kürbis mit. So, zack, ein Kürbis. Genau, so, des Weiteren nehmen wir ein bisschen Blumenkohl mit. Wir können ein bisschen Mais mitnehmen. Ich glaube, eine Blume war auch dabei. Warte mal, Red Cabbage ist eigentlich auch ganz cool. Warte mal, da sind wir schon bei 4. So ein bisschen, hier kommt so Granatapfel zum Beispiel und ein Apfel, dann sind wir bei 6. Na komm, warte mal. Morchel, Kokosnuss. Wobei ich halt nicht weiß, ob man so eingesammelte Dinge tatsächlich mitnehmen kann, ne? Ah, es ist schon... Vielleicht hatte der auch 4 Kürbisse oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es irgendwie, irgendwann, irgendwo werden wir es sehen. So, ich packe mal noch so eine Sonnenblume ein und dann packe ich mal noch eine Fairy Rose ein. Und einfach nur, weil ich es kann, als kleines Backup oder wie auch immer, packe ich mal noch so einen Goldstern-Poppy ein. Und das sollte dann erstmal reichen. Und damit sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet für den morgigen Tag. Wo wollte ich denn jetzt hin? Wo ist denn hier ist die Ausrüstungsmüllkiste, wie auch immer? Pass auf, jetzt sammle ich ja nochmal kurz das ein, was jetzt hier so am Start ist. Das kommt noch wieder kurz in meine jüngst entleerte Verkaufskiste. Des Weiteren könnte ich, komm, ich pack noch schnell ein bisschen was Neues rein hier. Zack, 4 davon. Und dann habe ich hier nicht irgendwo 4 Eier? Nee. Dann nehmen wir einfach hier und da und dann haben wir das. So, alles klar. Dann geht's ins Bett und dann bereiten wir uns quasi mental, seelisch und moralisch schon mal auf die Ankunft des morgigen Tages vor. Und ja, bringen diese komische Eventgeschichte da mal hinter uns. Hier ist noch, das ist natürlich wichtig. Da müssen wir kurz mal ran. Ja, so ein bisschen Marmelade noch eben
eingesammelt hier und direkt neue Früchte reingepackt. Sehr schön. Das funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Das eben weg. Das eben da rein. Schön. Ab ins Bett. Was sagt die Zeit? Ja, doch, das schaffen wir noch. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Wird der Tag morgen halt ein bisschen Zeitraffer, sag ich. Katze? Will sie mir damit zeigen, dass sie außerhalb des Hauses rumrennt? Oder ist das tatsächlich ein ziemlich harter Bug? Nun gut, wie auch immer. Wir wollen es nicht länger machen, als es ohnehin schon geht. Alles klar, gut. Einmal geklärt die Sache. Es scheint die Sonne. Naja. Okay, warte mal. Halt, stopp. Erstmal gucken wir in den Keller. Gut. Sieht alles noch ganz gut aus, aber ich gehe davon aus, es wird nicht mehr lange auf sie warten lassen. Dieses, ja, ich sag mal, Upgrade der, beziehungsweise das Fertigstellen des Veredelungsprozesses. Es hat ja lang genug gedauert. Also das muss man schon sagen. Also das waren ja jetzt mal gefühlt, keine Ahnung, eine Jahreszeit oder so. Wenn nicht sogar länger. Ich weiß gar nicht, wann kam dieser Patch? Das war ewig. Doch, 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 das war tatsächlich, das war ganz schön lange. Na gut, wie auch immer, macht ja nichts. Bin mir halt nicht ganz so sicher, ob ich das, na gut, man kann das ja so nebenbei vor sich hin dümpeln lassen dann in Zukunft. So, Trüffelöl, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann hoffe ich mal, habe ich genug Platz für alles das, was jetzt meine Tierchen noch so abwerfen. Ich glaube, da muss ich dann wahrscheinlich das ein oder andere mal eben noch kurz zwischendurch wegpacken. Wobei hier hält sich die Ausbeute ja tatsächlich in Grenzen. Man mag es nicht glauben, aber das finde ich aktuell sehr gut. So, einmal kurz geknuddelt. Zack, hier sind alle glücklich. Da oben liegt noch ein Ei. Das nehmen wir natürlich mal eben noch mit. Und hier schiebt auch keiner mehr die übelste Hate-Welle auf mich. Das ist schön, Leute. So, ich bringe kurz die Eier weg. So, hier mal eben hoch. Hier mal eben rüber. Packen wir gleich 4 Stück wieder rein. Naja, ob das mit dem Event noch klappt, Leute. Ob das mit dem Event noch klappt, wir werden es sehen. Ansonsten müssten wir an der Stelle dann den Cut machen. Naja, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ne? Alles wird gut. Wir haben es ja nicht eilig. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Ja, schauen wir mal. So, hier wird schon fleißig ausgeschwärmt. Dann gehen wir einmal hier rein. Grüßt euch, Ladies. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack und zack. Sehr schön. So, schauen wir mal, wer heute Milch für mich hat. Naja, sieht doch ganz gut aus. Eieiei. Das sieht echt richtig gut aus. Ich glaube, heute haben ziemlich viele Leute ziemlich viel Milch für mich. Na? Na ja, war aber eine Milch. Eine Kuh. Bombe? Das ist Bombe. Okay, alles klar. Bombe hat keine Milch für mich. Genau wie Muke. Oder war Muke? Doch, hier. Die Kollegin hat. Hat. So. Hier drüben auch nochmal eben. Sehr schön. Alle glücklich. Stardew Valley Fair hat begonnen. Dann ranhalten. Achso, ja, hatten wir schon. Genau. Okay, das sieht gut aus, Leute. Ich bin begeistert. Das heißt, ihr könnt direkt alle mal raus. Lasst es euch schmecken. Haut da reiner. Lasst euch nicht ärgern. Sachen schönen Gruß. Und dann kümmern wir uns um die letzten Tiere. Und dann, oh mein Gott, hier ist natürlich auch noch Wolle fertig. Heute, wo der Inventarplatz so tight ist, na gut, das passt aber noch, das passt aber noch. Selbst wenn das zwei unterschiedliche Qualitätsstufen wären, würde es passen. Sehr schön. So, erledigt. Puh. Es war nur eine Qualitätsstufe. Sehr schön. So, dann einmal noch eben zur, ja, ich sag mal, Verarbeitungskiste. Warte mal, das hier oben können wir noch einsammeln. Sehr schön ins Gewächshaus. Könnten wir auch noch mal gucken. Vielleicht ist da noch was fertig, aber ich glaube nicht. Nein. Sieht alles ganz ruhig aus. Das heißt, warte mal kurz. Mir fällt gerade was Erschreckendes ein. Ich könnte ja... Oh mein Gott, was ist denn nur los hier? Ich könnte ja so eine Ancient Fruit noch mitnehmen. Ich glaube, das
kommt bei der Jury, in Klammern dem Bürgermeister, wahrscheinlich sehr gut an. Weil ich meine, das ist also wohl eine der seltensten beziehungsweise ja wertvollsten Früchte im Spiel. Das heißt, warum solltet ihr nicht auch im Ranking ganz gut ankommen? Ne? Ihr wisst, was ich meine. Natürlich wisst ihr, was ihr meint. Was ihr meint, was ich meint. Meine. Mann, was ist denn nur los? Also sprechen ist heute echt schwer. Na gut. Das heißt, das machen wir. Wir nehmen eine Ancient Fruit mit. Und zwar, komm, was soll der Geiz? Eine Gold Star Ancient Fruit. Jo. Und dann rocken wir einfach mal hier rüber. Das, was hier oben fertig ist, ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh mein Gott, Leute, die Folge ist zu Ende. Und das Event hat gerade begonnen. Gut, es hilft nichts, Leute. Wir machen an der Stelle den Cut. Das Event gucken wir uns dann in voller Gänze in der nächsten Folge an. Und dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wie immer, Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.